Wir müssen verhindern, dass die Wächter diesen wahnsinnigen Plan in die Tat umsetzen, Inquisitor. Freiwillig diese alten Götter ausfindig zu machen, in einem bizarren Versuch der Verderbnis zuvorzukommen. Sie werden es nicht schaffen. Wir werden sie gemeinsam aufhalten. Danke. Ich bin schon so lange allein. Es ist schwierig, sich daran zu gewöhnen, von anderen unterstützt zu werden. Diese Narren und ihr Pflichtgefühl. Verantwortung ist keine Fähigkeit. Und blindes Handeln ist nicht zwingend besser als Untätigkeit. Verzeiht mir, allein die Idee ist verstörend. Venan. Wir unterhalten uns später. Dareth Shiral. Euer Gnaden. Es tut mir leid, Inquisitor. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Handelsstatus meiner Familie zum Ziel eines Meuchelmörders machen würde. Die Himmelsfeste mit all unseren Soldaten und Spionen ist der sicherste Ort in ganz Thedas. Ja, nur leider ändert das nichts an unserem Problem. Ich habe die letzten Düparakets aufgespürt. Wenn sie in den Adelstand erhoben werden, können sie den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Wir brauchen einen Adligen aus Valroyo, der sie unterstützt. Einen Richter, der die Dokumente aufsetzt und einen Minister, der sie bestätigt. Das ist typisch für euch. Selbst wenn euer Leben auf dem Spiel steht, wählt ihr die langwierigste Vorgehensweise. Ich nehme an, ihr wisst bereits alles über diesen Schlamassel. Es gibt einen schnelleren Weg, Josephine. Das Original des Mordauftrags gegen euch liegt in der Schatzkammer des Hauses der Ruhe. Wenn sich meine Spione dort einschleichen und den Auftrag vernichten, haben die Assassinen keinerlei Verpflichtung mehr, euch zu jagen. Liliana, bitte. Ich will nicht, dass wegen einer persönlichen Angelegenheit noch mehr Blut vergossen wird. Seid nicht so starkköpfig, Josie. Wie lange wird es wohl dauern, bis euch diese Gefälligkeiten in Valroyo gewährt werden? Wenn die Vernichtung des Mordauftrages die Gilde zufriedenstellt, sollten wir es tun. Aber ich bin mir sicher, dass mein Plan funktioniert, Inquisitor. Ich werde euch auf jeden Fall weitere Wachen zuteilen. Das Haus der Ruhe wird nicht lange untätig bleiben. Das weiß ich zu schätzen, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Erhebung der Düparakets in den Adelstand dieses Problem lösen wird. Wir müssen in Valroyo zunächst einige Gefälligkeiten erweisen. Und ich würde gerne mit euch besprechen, wo wir anfangen könnten. Irgendwelche Neuigkeiten aus dem Haus der Ruhe, Inquisitor? Wie genau macht man einen Bauern zu einem Mitglied der Oberschicht? Es gibt gewisse Verfahren, um verdienten Bürgern des Reichs den Titel eines Lords oder einer Lady zu verleihen. Sehr langwierige Verfahren. Und dann dieser Papierkram. Ich musste jede Menge Gefälligkeiten einfordern, um das Ganze zu beschleunigen. Warum haben die Düparakets die Montagnais so sehr gehasst, dass sie eine ständige Mordwache gebildet haben? Dazu kann ich nicht sehr viel mehr sagen. Zwei Kinder der Montagnais und der Düparakets verliebten sich. Ein junges Paar, beide bereits versprochen, wollte ausreißen. Die Geschichte endete so blutig, dass es ein Wunder ist, dass sie jemand überlebt hat. Glücklicherweise hegen die Nachkommen der Düparakets keinen Groll mehr. Was, wenn die Düparakets sich weigern, euch zu helfen? Ich habe bereits mit den Düparakets gesprochen, Inquisitor. Sie sind bereit, uns zu helfen. Es wird ein langer Weg, aber eine Lordschaft wäre die Chance, eine stolze Adelsfamilie wiederherzustellen. Außerdem habe ich ihnen viel Gold für ihre Hilfe in Aussicht gestellt. Seid ihr sicher, das Haus der Ruhe vergisst diesen Mordauftrag wegen der Unterschrift eines Bauern? Das ist völlig legal. In den Adelskreisen von Valroyo ist ein geschriebenes Wort bindend. Zudem würde es die Gilde auch niemals riskieren, sich derart ungebührlich zu verhalten. Diese Meuchelmörder haben tatsächlich Angst, unhöflich zu erscheinen. Einen öffentlich geleisteten Eid oder eine Übereinkunft zu brechen, gilt in Orlais als Zeichen von Armut. Ein gewöhnlicher Händler mag nicht die Mittel oder den Anstand haben, eine Schuld zu erfüllen. Aber eine Gilde? Es wäre beschämend. Auf ein andermal. Gebt auf euch...
Der Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie bereits die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Cedars. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir Hawk opfern sollen. Ich habe Hawk nie geopfert. Doch einmal habe ich es gemacht und das war so traurig mit Varric, dass ich es direkt wieder umgedreht habe. Entschuldigung, ich musste die Heizung anmachen. Ach, ein bisschen kalt. Habt ihr irgendetwas gehört? Noch nicht, aber ich lasse es euch unverzüglich wissen, sobald sich das ändert. Dann wollen wir doch mal sehen. Nun denn. Irgendwelche Neuigkeiten? Bisher nicht. Das dauert mir definitiv zu lange. Hier war aber noch irgendetwas. Genau, das dauert nicht lange. Wir stehen euch zu Diensten. Na, jetzt gehe ich erstmal färben. Und gucken, ob ich noch irgendwie eine Rüstung stellen kann. Ich glaube, ich mache die für Varric fertig. Das wäre echt zu traurig, ey, mit Hawk, oder? Das könnte ich. Ich kann es irgendwie nicht übers Herz bringen, ey.
Es wird immer besser. Gibt es irgendetwas, das wir an einem solchen Ort nicht machen können? Guck mal was. Kann eigentlich gar nicht mehr. Nicht du. Für wen machen wir jetzt eine Rüstung? Ich bin für Beric. Genügend Materialien. Wer braucht eine Aussicht, wenn er eine solche Schmiede hat? Samit, wo habe ich das denn her? Ich finde, war es gar nicht mal so schlecht. Man könnte auch blau nehmen. Das auch andersrum machen. Das so und dann das weiß. Na schön, wenn die jetzt auch noch blau. Da müsste man das andersrum machen. Ja, aber Hose hat man echt nichts Besseres, nichts Dunkleres. Ja, lieber so. So. Solus. Okay. Okay. Weiß. Ich finde blau eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist die Hose. Okay. Aha. Könnte man schwarz machen oder man macht so weiß. Naja, war eher blau.
Ja. Das weiß, genau. Das machen wir auch weiß. Nee, wir machen das grün, genau. Nee, so. Das sieht doch schön aus. Dorian hatte ich genau. Ja, aber da muss er ein anderes Ding erzählen. Da muss das dahin. Sarah, genau. Sarah hatte ich auch noch. Da ändert sich überhaupt nichts. Ich finde, zu Sarah passt rot echt gut. Aber das war gut. Das ist ein bisschen zu krass, der Blutstein. Das ist das Ding. Der ganze Hut. Schön.
Das haben wir auf jeden Fall auch fertig. Jetzt tun wir Cole noch mal einen Besuch abstatten. Ach, ich kann Hawk nicht töten, ey. Das kann ich Fenris schon alleine nicht antun. Nee, das kann ich nicht machen. Ich hätte gerade etwas Zeit, falls ich was für euch tun kann. Nee, leider nicht. Inquisitor. Mhm. Boah, ey, das bleibt nicht an mir hängen. Ich hätte diese geologischen Studien nicht machen sollen, ey. Hätte ich noch so viel an Zeug. Es stammte nicht von einer Blume. Er ritt es im Schnee. Wir... Wut. Okay. Bist du sicher? Okay, dann gucken wir jetzt erstmal im Inventar weiter. Na komm, Cole, zeig dich. Wow. Vivienne fehlt noch. Na komm, das dauert immer so lange. Ah. Dann einmal Dorian.
Ich glaube, ich kann doch den anderen die Farben verpassen. Euer Gnaden? Das ist ja nicht so weiter, das ist ja nicht weiter schlimm. Obwohl. Na doch, ich mach das jetzt einfach. Doch, Varric muss eine Farbe haben. Müssen wir Samit nehmen. Ach, jetzt habe ich Bianca nicht fertiggestellt. Oh, jetzt muss ich nochmal zurück. Obwohl, da habe ich eigentlich schon fast alles, ne?